Die Rettungswache der Malteser in Plochingen strahlt in voller Pracht. So fand vor einigen Wochen bereits die Inbetriebnahme statt. Mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug ist die Wache besetzt. Das Personal des Rettungsdienstes und vom ärztlichen Bereitschaftsdienst kann während ihrer Schicht in Ruheräume die Zeit verbringen. Auch ein Aufenthaltsraum mit Fernseher und Küche sowie ein Schulungsraum sind vorhanden. Bei schönem Wetter können die Rettungskräfte die einsatzfreie Zeit auf der Terrasse verbringen. Die neue Rettungswache dient gleichzeitig auch als Lehrrettungswache, auf der die neuen Notfallsanitäter ausgebildet werden. Zur offiziellen Einweihung luden am Montagabend die Malteser nach Plochingen ein. Mark Lippe, Geschäftsführer der Malteser Esslingen-Nürtingen, bezeichnet diesen Standort als wichtigen einsatztaktischen Ort. Standorttechnisch ist es wichtig, dass man eine Rettungswache an Verkehrswegen positioniert, die relativ schnell, praktisch mit der man schnell Strecke zurücklegen kann. Das hat sich hier bewährt mit der B10, B313, in der wir schnell in Esslingen sind, schnell Richtung Nürtingen und auch Richtung Kirchheim kommen. Grußworte hinterließen Hermann Schröder vom Innenministerium, Landrat Heinz Eininger, Plochingens Bürgermeister Frank Buß und Edmund Bauer, Landesbeauftragter Malteser Hilfsdienst. Pfarrer Bernhard Ascher und sein Kollege von der Evangelischen Kirche weihten die Rettungswache und die Fahrzeuge. Im Anschluss übergab der Architekt einen symbolischen Schlüssel an den Rettungswachenleiter Christoph Kerber. Die Gäste konnten die Wache in aller Ruhe anschauen und bei einem Imbiss und Getränken den Abend ausklingen lassen. Während der Feier kam es für den Notarzt zu einem Einsatz, sodass dieser die Veranstaltung frühzeitig verlassen musste. Christoph Kerber freut sich, die Rettungswache 17 leiten zu dürfen. Also es war ein großer Schritt, die neue große Wache. Ich war von Anfang an vom Bau mit dabei und jetzt, wo es endlich war, wurde es ein sehr gutes Gefühl. Haben Sie nun Lust, bei dem Malteser Hilfsdienst mitzuwirken? So suchen diese stetig Personal. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.malteser-nürtingen.de.